This place is great, really comfortable. I'm just gonna get settled in. Hallo liebe Supersuchtis, mein Name ist Fluppy und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Max Payne 3. Ich werde euch ganz klar und genau jetzt die Geschichte erzählen über diesen Shooter, die tragischen Ereignisse, die vor... Ach, wisst ihr was, wir machen einfach verdammte Scheiße. Bam, 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 bam. Bam. Wir starten in Brasilien. Max Payne wurde angeheuert als Leibwächter in Brasilien, hatte ich schon gesagt, um diesen Typen hier zu beschützen und diese beiden Figuren. Doch wie wir uns vorstellen können, wird es ganz schnell recht ungemütlich. Dort kommen diese maskierten Typen und Max darf endlich mal wieder zur Waffe greifen. Das erste Level ist so ein wenig Tutorial. Man kriegt also die ganzen Sachen einfach erklärt, was man drücken muss. Hier zum Beispiel für Bullet Time oder dann für die Flugmontage. Bam. Alles super erklärt, ihr müsst also nicht in die Einstellung gehen. Dass das Spiel von Rockstar ist, da sieht man spätestens jetzt. Man kann super in Deckung gehen, das kennt man ja aus GTA und Red Dead Redemption. Und so kann man natürlich besser und geschützter die ganzen Gegner abknallen. Lalalala, ich töte euch alle. Oh, da kommt wer. Wer kommt denn da? Du Arschloch! Bäm! Auch in der Nähe kann man also in die Fresse hauen. Wenn man verwundet ist, dann nimmt man einfach ein bisschen Schmerzmittel. Der letzte Gegner ist dann immer ganz speziell, weil der kriegt die spezielle Killcam. Und wenn die kommt, dann wisst ihr, okay, jetzt können wir weitergehen. Und weil es so schön war, nochmal. Ah, das könnte ich den ganzen Tag machen. Ah, ist das wunderbar. Bam, weg bist du. Richtig geil. Was super sofort auffällt, es gibt praktisch keine Ladezeiten. Also der Übergang zwischen Cutscenes wie hier und der selbstkontrollierbaren Action ist super flüssig. Es ist praktisch wie ein Filmerlebnis, dieser Singleplayer, und macht deswegen noch mehr Spaß. Das waren erstmal die ersten Impressionen vom ersten Level, die ich für euch gezockt habe, um ganz schnell, wie gesagt, meine ersten Eindrücke auf YouTube zu bekommen. Den Multiplayer, den habe ich ja auch gezockt. Da kommt dann das Video jetzt praktisch gleich hinterher. Also am besten jetzt schon mal hier die Annotation klicken und dann kommt ihr sofort zum Multiplayer.